Jo, und damit sind wir schon im April gelandet. Der April geht los. Ja, und zwar mit Elsa von Fred Breinersdorf. Das haben wir euch ja schon im Radioteil vorgestellt, weil das auch direkt eine Ursendung Karfreitag ist. Ab Anfang April, ab 1. April ist es gelistet. Bei dem DAV kommt das ja immer zum Monatsanfang irgendwann raus, aber die werden immer auf den 1. des Monats datiert. Ja, gibt's Elsa auch im Handel. Das Hörspiel dauert 1,5 Stunden, ist also eine Doppel-CD. Es geht um den Hitler-Attentäter Elsa, Georg Elsa aus dem Schwabenland, der ja ein Attentat auf Hitler plant, was aber schief geht. Und er wird 1939 beim Versuch nach dem Attentat in die Schweiz zu fliehen verhaftet, der Gestapo überstellt und verbringt bis zum Jahr 1945 sein Leben in Gefangenschaft und er wird kurz vor Kriegsende im KZ Dachau dann ermordet. Das ist ein spannender Blick in das Innenleben von Elsa. Fred Breinersdorf versucht halt, die Story aus seiner Sicht, also aus Sicht Elsas, zu erzählen und die Zweifel und auch die Beweggründe darzustellen. Zu dem Ganzen gibt es auch im Fernsehen an Ostern einen gleichnamigen Film, der allerdings dann eben die Geschichte aus der dritten Person dann wohl erzählt. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich würde euch das dringend ans Herz legen. Das ist wirklich eine sehr interessante, weil vor allen Dingen Elsa hat man auch relativ wenig von gehört, muss ich sagen, bisher. Also es ist dann doch eher so eine Figur, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, möchte ich fast sagen. Also steht immer so hinter den Attentätern vom 20. Juli so ein bisschen zurück, warum auch immer. Oder kanntest du den vorher? Es hat mir überhaupt nichts gesagt, nee. Siehst du? Ja, also mir war das auch, also ich sag mal, in der Schule hatte ich zumindest den zumindest noch nicht gehört. Trotz umfangreichen Lehrplan über die NS-Zeit. Ja, aber bleiben wir beim DRV, da gibt es am 1.4. noch was. Peterschens Mondfahrt von Gerd von Bassewitz, eine SWR-Produktion aus dem Jahr 1963, hat man da aus dem Archiv geholt. Das ist eine Produktion, über die man kaum was findet. Also ich kannte die auch nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Schönes Thema. Also Peterschens Mondfahrt, zumindest die Titan-Version, ja, habe ich jetzt im Ohr. Das ist sehr schön. Ja, dann nach der letzten, ja, sagen wir mal, sehr, sehr guten Folge von Mord in Serie gibt es jetzt den Nachfolger mit der 17, Terror hinter Gittern. Das am 2.4. das Licht der Hörspielöffentlichkeit erblicken wird. Contendo, ja. Media. Poke von Efren Sem und Dennis Moschito ist ein WDR-Hörspiel aus dem Jahr 2008, was ab 2.4. nochmal ausgestrahlt wird und dann auch im WDR-Hörspielspeicher zu finden ist. Das ist ein Science-Fiction-Hörspiel. Es geht um Menschen, die sich im Computer einwählen in ein Programm namens Poke und dann versterben. Das stellt man aber erst nicht fest. Man vermutet erst Fälle von Karoshi dahinter. Ja, ein Kommissar macht sich dann auf den Weg und begibt sich dann in diese Cyberwelt. Das klingt so ein bisschen nach dem Peters, wie hieß es, das Peters-Hörspiel, was neulich veröffentlicht wurde? Identifikationsspiel? Ja, das ist es, ja. Ja, genau, Identifikationsspiel, genau. Ähnlich ist es auch, also vom Thema her, aber es ist deutlich moderner natürlich erzählt, also es ist ja auch deutlich jünger. Ohne Videobänder. Ja, und mit einem großartigen Vadim Govner in der Hauptrolle, der da eigentlich gar nicht in das übrige Ensemble reinpasst, aber wenn man die Story so mal vernimmt, wird das dann schon schlüssig, warum er da drin spielt. Also solltet ihr unbedingt hören, ist wie gesagt ab 2.4. im Radio und auch dann im WDR-Hörspielspeicher zu hören. Ja, dann wird es ja den Auftakt einer neuen Serie geben, bei Contendo Media, von der man ja schon lang was gehört hat oder die einen langen Vorlauf hatte. Jetzt ist es also soweit, Anfang April, am 2. gibt es die ersten beiden Folgen von Potzblitz, die Zauberakademie. Und zwar heißt die erste Folge Ein zauberhafter Anfang, kurzer richtiger Auftakt für so eine Serie. Und die Folge 2, Die verhexte Mitternachtsparty, das hat so ein bisschen was Mischung aus Bibi und Hani und Nani. Ja. Und noch ein bisschen Harry Potter. Genau, wir sind gespannt. Ja, dann wird's auch im Februar, Himmelarschen, ich bin... Ab April heißt der Monat. Danke. Ist der neue Februar, wir hatten ja im letzten... Stimmt, da war das jetzt spät, hatten wir ja auch nur Februar. Das hat sich ein bisschen festgesetzt. Ja, April haben wir, genau. Im April wird's dann auch, wie er angekündigt, jeden Monat eine neue Folge von Perry Rhodan geben und so wird's denn auch die zweite Folge geben. Ja, Splitter der Unsterblichkeit heißt die Folge, erscheint am 3.4. bei Zaubermond. Genau, 3.4. Wir sind gespannt. Oh ja, und wie? Dann, ganz gespannt, Professor Van Dusen, die neuen Fälle. Professor Van Dusen im Spukhaus, ein Van Dusen-Pastiche mit Altmeister Michael Koser im Hintergrund, der da so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, er liefert auch, glaube ich, Storys dazu, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn ich es richtig verstanden habe, schreiben sie quasi das so ein bisschen zusammen, aber viel mehr habe ich jetzt auch nicht mitgekriegt. Okay. Also er ist auf jeden Fall involviert, Michael Koser. Also das macht's dann schon interessant. Ansonsten hätte ich da arge Bedenken, weil Van Dusen ohne Bauschilde und Herm ist schon schwierig. Also man hat es ja bei Sherlock Holmes und Co. gesehen.
Das ist irgendwie so alleingestellt, nur auf den Krimi-Aspekt ist es auch nur eine andere Version von Holmes, oder? Ja, also ich fand da auch keinen gut, wirklich. Ja, also so richtig so zündend wie jetzt die Original-Rias-Reihe. Das ist halt, das lebt halt von dem Sprachwitz und von den fabelhaften Ideen und der sehr, ja, bunten Inszenierung, will ich es mal nennen, dieser Fälle. Ja, der Kriminalfall ist halt eigentlich, ja, nichts anderes wie Holmes auch. Aber wie gesagt, Michael Kosa ist involviert und das gibt dem Ganzen dann doch einen Hoffnungsschimmer, dass das was Interessantes werden könnte. Ich bin sehr gespannt. Ja, dann ein guter alter Begleiter über die letzten Monate, Paul Temple und der Fall Gregory. Bastian Pasewka nach Francis Durbridge. Ist das jetzt die Live-Variante? Genau, das ist Live-Hörspiel, was ihr im WDR-Hörspielspeicher dann downloaden könnt ab 4.4. Da wird es ja nochmal im Radio gesendet. Die Aufführung, die war Ende März, glaube ich, ich glaube am 14. oder so. 14. März ist das Ganze im WDR-Funkhaus nochmal live aufgeführt worden. Unter anderem mit Anke Engelke hat einen Part übernommen, der weiblichen Sprecher, und das WDR, wie heißt, Funkhausorchester, so heißt es, genau, das spielt live dazu. Also ist ein kompletter Abbildung der Live-Tournee, von daher nochmal besonders interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch das ein oder andere Schmankerl bereithält, weil es ja quasi so den Abschluss der Tournee bildet. Das denke ich doch auch. Ja. Ja, dann im Radiobereich hatten wir euch schon das Folgende jetzt so ein bisschen schmackhaft gemacht, beziehungsweise du, von Hugo Rentler. Hat er dieses Hörspiel geschrieben, das in drei Varianten erscheinen wird, und die erste, die Schweizer Mundart-Variante, gibt's ab 10.4. zu hören, SRF Abgefahre heißt das Ganze dann. Dann die kleine Schnecke Monika Häuschen, gibt's auch wieder Folge 41, Warum haben Ohrenkriecher eine Zange, ist ab 10.4. im Handel. Dann, was über das uns Patrick garantiert was erzählen wird, 10.4. gibt's auch die vierte Folge der Schwarzen Fledermaus, ein harmloser Fall. Na, ob der so harmlos sein wird? Bei der Winterzeit. Ja, Fünf Freunde, Folge 111. Fünf Freunde und das Geheimverlies im Schloss. Bei Europa erscheint auch am 10.4. Also war wirklich alles im Titel drin, was zu den Fünf Freunden reingehört, oder? Schloss, Geheimverlies, ja. Mehr geht nicht. So ein Leuchtturm hätten sie noch reinbauen können. Ja, stimmt, genau. Das Geheimverlies im Schloss neben dem Leuchtturm. Genau. Dann hätte es nicht mehr auf eine CD gepasst. Ja, dann ist es soweit. Nein, ist vorletzte. Noch nicht? Vorletzte. Na. 32 wird es geben. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Schonfrist. Marc Brandis, vorletzte Folge. 31, Geheimsache Wetterhahn. Gibt es bei Folgenreich auch am 10.4. Ja, sehr gespannt. Schon bei der vorletzten Folge schon mit einer Träne im Knopfloch. Bald ist rum, Manno. Dann kann man wieder von vorne anfangen und nochmal durchhören. Ja, dann gibt's was bei P-Darks am 10.4. und zwar Ausbruch eines Killers. Ein Hörspiel von Michael Molsner. Den kennt der eine oder andere vielleicht aus den Goldmann-Krimo-Primi-Reihe. Da gab es, glaube ich, zwei oder drei Fälle von Molsner. Was? Das kam Goldmann-Krimo-Primis. Also Krimo-Primis. Sehr schön. Das ist ja großartig. Ja, das ist ja fast wie der Kriminee-Fall. Der war auch sehr schön, ja. Die soll ich mir beide aufschreiben. Ja, Goldmann Primo, jetzt ist es einfach noch viel zu früh. Ist jetzt aber, immer wenn wir aufnehmen, ist es eigentlich viel zu früh. Wir sollten mal später aufnehmen. Nee, geht das ja gar nicht. Das geht nicht. Ist ja keine Orcast-Zeit. Das würde überhaupt nicht hinhauen. Nee, wenn ich an unsere Spätaufnahmen-Sessions denke, das war immer irgendwie merkwürdig. Ja. Da haben wir fast eingeschlafen vom Mikro. Ja. Ja, Ausbruch eines Killers. Das ist ein Hörspiel, in dem der Protagonist einen Bruder hat, der im Knast sitzt und zusammen mit einem Killer ausbricht, einem höchst gefährlichen Mann. Und seinen Bruder dann mehrfach kontaktiert, um ihn halt um Geld zu bitten und sowas. Und der Bruder ist jetzt nicht so der erfolgreichste. Und er hat gerade jetzt einen Job gefunden als Leibwächter für eine Millionärsgattin. Ja, will sich das jetzt natürlich nicht unbedingt versauen lassen, indem sein krimineller Bruder da bekannt wird. Und das entwickelt sich dann, steigert sich dann bis zum Finale, als es plötzlich zu einem Einbruch in der Villa kommt. Und da kann man nicht so viel verraten. Also ich fand den sehr spannend. Er ist sehr psychologisch, sehr auf der psychologischen Schiene unterwegs. Solltet ihr hören, ist wieder ein sehr interessantes Hörspiel von Michael Molsner. Also wie gesagt, da gab es ja schon einige gute und interessante Krimi-Einträge. Also solltet ihr nicht verpassen, erscheint am 10.4. bei P-Dax. Ausbruch eines Killers heißt das ganze Ding. Ja, dann legen wir doch gleich nach bei P-Dax. Da erscheint nämlich einer der großen Hörspielklassiker schlechthin wahrscheinlich. Das Schiff Esperanza, Fred von Hörschelmann,
eine NWDR-Produktion aus 1953. Wir hatten das ja mit dem Kanon, ne? Das, ja. Ich denke mal, das müsste eigentlich auch auf dem Kanon landen. Ja. Zumindest ist das so ein Hörspiel, das auch immer, also wenn es im schulischen Bereich ist, dann wird das auch immer. Das hat man in der Schule immer durch, oder? Also ich habe das zumindest noch auf dem Lehrplan gehabt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, also bei uns Wahnsinn, hatten sie nichts mit Hörspielen am Hut, deswegen. Ja, so im Nachhinein wundere ich mich da auch drüber, dass wir das überhaupt hatten. Aber das ist schon ein deutlicher Klassiker und sehr, sehr gut erzählt. Ja, das gehört wirklich da rein. Wir müssen wirklich diesen Kanon mal machen. Mach mal. Unbedingt, ja, unbedingt. Also ich auch. Ja. Also ich will es auf jeden Fall nochmal hören. Also das ist schon, ich hatte es zwar irgendwann nochmal nach der Schule jetzt gehört, vor einigen Jahren, aber so ganz präsent habe ich es nicht mehr. Also ich werde mir das nochmal vielleicht für die nächste Orcast-Folge nochmal reinziehen. Das ist doch ein schöner Anlass, dass Peter das jetzt bringt. Dann steig mal in den ersten Europa-Block. Und zwar gibt's auch die Folge 55 der Teufelskicker mit dem Titel Umweltfaul. Was auch immer Umweltfaul wird. Du hast das Ausrufezeichen. Bitte. Entschuldigung, Ausrufezeichen. Na dann. Nervt das mit den Ausrufezeichen, oder? Packst du einfach überall hin. Immer. Ja. Bei den Ausrufezeichen ist es nur manchmal, glaube ich. Also bei Teufelskicker ist es bei jeder Folge. Komisch, ja. Und dann legen wir gleich nach mit einem noch viel merkwürdigeren Titel, nämlich TKKG die 191 festhalten Nord-Nordwest zum Hexenplatz. Ich glaube, so langsam Sven Regner schreibt Titel für Europa. Ich oder? Weiß nicht. Es heißt, hat so irgendwas Merkwürdiges. Es wäre eine sehr witzige Kombination, wenn Sven Regner eine TKKG-Folge schreiben würde, wahrscheinlich. Fände ich cool. Ja. Ja, aber so nach der letzten guten war ich durchaus gespannt. Ja, gut, die letzte war polarisierend. Die ist ja so gar nicht auf. Ja, wir fanden sie ja gut. Also wir fanden sie super. Alles andere ist doch uns egal. Stimmt. Nein, so ist es ja auch nicht. Ja, Hugo Rentler hatten wir jetzt schon öfter erwähnt. Ade Grenz gibt es dann auch. Das ist die SWR-Variante des Hörspiels Abgefahren, das wir eben schon mal bei SRF erwähnt haben. Und das wird ab 11.04. dann auch bei SWR4 zum Download zur Verfügung stehen. Dann wieder zum WDR-Hörspielspeicher. Da gibt's, wie schon im Radioblog angekündigt, auch die illegalen Helfer Maxi Obexer ab 11.04. Ja, und man greift beim WDR dann ab 13.04. nochmal ins Archiv und holt Hunter aus dem Leben eines Outlaws von Tom Noga aus dem Archiv, der WDR-Produktion aus 2007 über den Hunter S. Thomas, den Autor von Fear and Loathing in Las Vegas, dem man hier ein Porträt widmet, ist also mehr Feature als Hörspiel. Aber könnt ihr euch gerne gönnen, wenn euch die Vita interessiert, der ist ja schon ein bisschen besonders, der Mann. Oh ja. Ja, dann auch im Radioteil ja schon angekündigt, die 40 Tage der Musa Dark, Franz Werfel, die große Produktion von SWR, NDR und HR und im Hörverlag, nee Quatsch, da erscheint es dann beim Hörverlag. Genau. Ne? Sprich mit Toten ist ein Hörspiel von Peter Meisenberg, was es im WDR Hörspielspeicher nochmal geben wird und zwar ab dem 14.04. Das ist eine WDR-Produktion aus 2010 und wie gesagt jetzt nochmal ein Jahr lang zum Download. Ja, dann gibt's ab 15.04. 30. April 1945, der Tag, an dem Hitler sich erschoss und die Westbindung der Deutschen begann. Von Alexander Kluge, eine BR-Produktion und zwar erscheint die, Moment, die erscheint, ich kann's Verlag Antje Kunstmann. Genau, am 15.04. kommt die raus, sie läuft jetzt seit Ende März bis Anfang April im Radio. Die letzten zwei Sonntage im März lief das Ganze im Radio. Ist auch im BR-Hörspielpudel erhältlich, also könnt ihr auch downloaden, aber auch natürlich auf CD bei Verlag Antje Kunstmann ab 15.04. erwerben. Jo, dann Mitte des Monats, 15.04. gibt's auch den Radiotator, die 87, das Grab der kleinen Vögel von Elisabeth Herrmann, der NDR-Radiotator. Mit dem durchs Bild schaukelnden Sven Stricker. Lieber Sven, das Bild wirst du nicht mehr los. Nie wieder. Ghostwriter von Bodo Traber, den gibt's auch wieder im Radio und nicht nur im Radio, sondern geht auch nochmal in den WDR-Hörspielspeicher ein. Das ist wie bei Bodo Traber immer auf jeden Fall ein Ohr wert. Mhm. Es geht um einen amerikanischen Filmkritiker und Horrorfreak, der einen japanischen Kultregisseur interviewt und bei diesem Interview geht's dann merkwürdig ab. Das ist wirklich schön schaurig und ich fand das absolut klasse. Muss man nicht viel dazu sagen, wenn man Bodo Traber liest, das muss man gehört haben einfach. So auch hier. Dann gibt's auch wieder zwei neue Ausgaben des Gruselkabinetts mit 7 Meilenstiefeln schreiten wir gegen Folge 100. Mitte 98, der Schimmelreiter, Theodor Storm. Ja, sehr schön. Und die 99, die Toten sind
unersättlich. Wieder etwas, das mir jetzt gar nichts sagt erstmal. Nein, aber wie gesagt, das ist ja manchmal nicht verkehrt. Genau. Also eigentlich im Regelfall. Meistens sind das ja sehr, sehr gute Folgen. Ja. Ja, Sherlock Holmes gibt's auch wieder bei Titania, auch am 16.04. Der Mann mit der entstellten Lippe ist bei Titania erhältlich. Ja, Folge 18 ist das schon. Und dann, die Fans werden es nicht erkannt haben. Das war die Titelmusik von The Walking Dead. Ich bin ja ein Riesenfan der Serie, immer noch. Hat Auf und Abs gehabt, wirklich. Aber, also sie kriegt mich dann doch immer wieder, weil das Großartige an The Walking Dead ist halt, dass die Zombies mehr oder minder in den Hintergrund rücken und halt nur diese Bedrohung an sich darstellen. Und eigentlich geht's wirklich darum, was diese Apokalypse aus den übrig gebliebenen Menschen gemacht hat. Und wo dann so tolle Sätze falten wie, es gibt hier keine Demokratie mehr. Schauerlich, großartig. Und das Ganze gibt es jetzt dann auch als Hörspiel. Und zwar ab dem 16.04. Da erscheinen die ersten 4 Folgen von The Walking Dead bei Lübbe Audio. Jo. Ja, bin ich schon gespannt drauf. Ja, ich auch. Also das ist schon ungewöhnlich. Kann ich mir aber tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Also von der Ausgangsgeschichte, von dem ganzen Setting. Ich glaube, das wird was. Das wird ein Kracher. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich freue mich wie Bulle. Ja, auf jeden Fall. Ja, Geisterschocker, Folge 53, das blutige Zeichen der Hexe, erscheint bei Romantro Audio am 17.04. Ja, dann wieder ins Radio, beziehungsweise das Ganze gibt's dann auch bei Major Label käuflich zu erwerben. Und zwar das Hörspiel Herzinfarkt von Jens Rachut, WDR-Produktion aus 2013. Ja, habe ich frisch gehört. Sehr poppiges Hörspiel, in der ja quasi ein Herzinfarkt dargestellt wird. Es geht um einen Musikmanager, der zunächst aus der Sicht von außen so ein bisschen betrachtet wird, wie er ja, sich mit seinem Stress so zurechtfindet. Und dann blickt man dann nach innen und kriegt dann so mit, wie die Organe dann quasi untereinander kommunizieren. Das hat also so ein bisschen was von Otto Großhirn an Kleinhirn. Hat tatsächlich ähnliche Elemente und hat auch so einen skurrilen Witz dabei. Also es ist schon sehr unterhaltsam, sehr bunt, sehr poppig. Und ja, ist schon nicht uninteressant, muss ich sagen. Also es hat mich gut unterhalten. Das klingt sehr, sehr geil. Ist schön schräg, ja. Dann gibt's noch einen PDAX-Hörspielklassiker. Und zwar am 17.04. 1 Million für Krawall City. Eine SWR-Produktion aus 1980 von Helmut Höfling. Das klingt doch schwer nach Western. Und Western hatten wir ja bei PDAX. Einmal ist jeder dran, fand ich ganz großartig. Ja. Und den Nicht-Karl-May. Den Nicht-Karl-May, von Günter Eiche. Auch sensationell gut. Also das, denke ich mal, wird auch was werden. Ja. Dann gibt es eine Schlepperoper, Orpheus in der Oberwelt von End Company & Co., WDR-Produktion aus 2015, die wir euch ja schon mal im Radio-Teil erwähnt haben. Das Ganze gibt es zum Download im WDR-Hörspielspeicher am 18.04.2015. Apropos Hörspielspeicher, da gibt's auch, ja, Die Welt ist eine Pudel von Charlotte Knote. Das klingt interessant, es wird wieder ein Feature und zwar geht's um den Pudelclub in Hamburg. Das war ja in den 90ern so der Szenetreff schlechthin, wo also praktisch die gesamte Hamburger Schule aufgetaucht ist, also alle, die Jeans und Trainingsjacken getragen haben, sind da aufgelaufen. Der Club wird geführt von Schorsch Kamerun und Sahit, wie heißt der andere? Rocco Schamoni. Zwei Hamburger Szenegrößen und in diesem Club tritt also alles, was im Underground Rang und Namen hat oder beziehungsweise eben keinen Rang und Namen hat, ist da aufgetreten und den Club gibt's wohl heute noch. Und ja, Charlotte Knote erzählt darüber und bei dem letzten Hörspiel, das war ja schon sehr interessant, das hat sie ja sehr, sehr, sehr eindrücklich dargestellt und ich bin mal gespannt, wie hier das nochmal wird. Was war denn das letzte? Ah, das mit den Esso-Häusern. Ich weiß, ich komme jetzt noch auf den Titel. Dead Zone Hamburg, stimmt. Genau, das Dead war Zone ja Hamburg. Großartig. Nee, genau. Ach Mensch, bin ja auch gespannt. Jo, dann gibt's natürlich auch die 2. Folge von Batman No Man's Land am 24.04. Chaos bei Highscore Music. Leicht anders, auch schwarz, auch fliegt. Kleiner Rabe Socke, alles Schule, erscheint bei Edition Silberfisch ebenfalls am 24.04. Und auch bei Edition Silberfisch Minitu, unvergessliche Abenteuer von Sandra Grimm. Nochmal WDR Hörspielspeicher, ab 24.04. gibt es das WDR Hörspielspezial, also der ganz große, die ganz große Produktion Stirb für mich von Robert Wilson. Ich glaube, über 3 Stunden Spielzeit, also solltet ihr euch gönnen. Jo, dann die nächste Folge von Team Undercover mit Folge 14 unter Haien bei Contento Media.
Ja, dann gibt es zum Download Wirtschaftskomödie, die Kontakte des Kaufmanns. Die Ursendung hatten wir euch ja auch im Radioteil vorgestellt. Das wird es dann im BR-Hörspielpool ab 26.04. komplett geben. Dann wird beim Hörverlag erscheinen eine WDR-Produktion aus 2013. Jugend ohne Gott, Ödön von Horváth am 27.04. Ja, da geht es um einen Gymnasiallehrer, der im Geschichtsunterricht eine Bemerkung macht. Die Jungs sollen einen Aufsatz schreiben über die Kolonialgeschichte Deutschlands und die Wichtigkeit der Kolonien. So, kriegt den Satz nicht mehr fertig. Ja, er entdeckt dann, dass es da ein ganz cooles Weltbild gibt, dass da behauptet wird, die Neger, wie es in dem Hörspiel dann auch heißt noch, seien halt keine Menschen, und der Lehrer widerspricht dem, was ihm einigen Ärger anbringt. Und ja, die Klasse geht dann auf ein Zeltlager, noch mit dem Lehrer. Und bei dem Zeltlader wird ein Mitschüler ermordet. Und es geht dann quasi um die Aufklärung dieses Mordes. Ja, das ist sehr beklemmend. Ja, Krimi, aber es geht halt mehr um diese gesellschaftliche Verwicklung im Nazi-Deutschland, also wie diese Gesellschaft getickt hat. Und das wird ziemlich gut abgestellt. Und dass man das sowas in Radio-Hörspiel von einer Stunde packen kann und das so gut erzählt, also das hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe das ganz frisch gehört jetzt und ich bin da richtig angetan von. Also das würde ich dann doch jedem empfehlen. Also es klingt so ein bisschen sperrig, aber es ist wirklich eine ganz tolle Story und sehr, sehr packende Erzählung. Dann noch eine Radioproduktion, die beim Hörverlag erscheinen wird, nämlich Theogonie des Hesiod, Raoul Schrottnach. Richtig, Hesiod, die SWR-NDR-Koproduktion aus dem vergangenen Jahr. Ja, hatten wir euch ja schon mal vorgestellt. Ich war ja nicht so angetan davon, weil es halt dann doch sehr, ja, BR halt. Es ist halt ein bisschen zu verkünstelt. Aber es gibt auch bestimmt Leute, denen sowas gefällt. Also hört ruhig rein, wenn ihr so ein Interesse daran habt. Ja, zum Download gibt's auch beim SWR 2 vom Verschwinden der Nathalie Aschenbrenner von Friedrich Arnie. Das wird Ende April am 28.04. abgeschlossen sein und steht dann auch komplett zum Download zur Verfügung. Jo. Sind wir durch? Das sind wir durch. Na dann, Deckel auf dem April und dann machen wir nochmal den Resteport auf. Auch wenn wir ja fleißig nachgelegt haben, ist trotzdem noch was liegen geblieben.